Über 200 Gäste folgten am 18. November der Einladung der Städtischen Werke Magdeburg zum Richtfest am Neubau des zukünftigen Verwaltungsgebäudes. Mit diesem Ereignis feierte das Unternehmen einen wichtigen Schritt bei der Errichtung des neuen Firmensitzes. Die Stimmung bei den Städtischen Werken lässt sich daher in einem Wort kompakt zusammenfassen. Freude. Freude, dass wir mit dem Rohbau heute soweit fertig sind, dass wir Richtfest feiern können und das neue Verwaltungsgebäude in der Art, so wie es demnächst hier das Stadtbild prägen wird, auch dann sehen können. Begleitet wurde die Feier durch Grußworte vom Minister für Landesentwicklung Thomas Wehbel und Oberbürgermeister Lutz Trümper. Traditionsgemäß wurde der Richtspruch vorgetragen und symbolisch die letzten Nägel des Rohbaus eingeschlagen. Der Zeitplan des Neubaus wurde bis dato eingehalten. Im vierten Quartal 2020 sollen die 350 Mitarbeiter der Städtischen Werke Magdeburg ihre neuen Büros unter der Adresse Am Blauen Bock beziehen.